Moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen Glitch und heute zeige ich euch, wie ihr das Paramedic bzw. Sanitäter-Outfit bekommen könnt und das in allen Variationen und das mega leicht, Leute. Jawohl! Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einfach einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Außerdem braucht ihr auch noch das Ausrüstungsteil LCD-Ohrhörer. Den findet ihr bei Ammonation. Und außerdem braucht ihr auch noch einen gewissen Job, den ich natürlich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes seid ihr in irgendeiner GTA-Online-Sitzung und startet einer dieser beiden Jobs. Der eine Job ist natürlich für das grüne Paramedic Outfit und der andere Job ist natürlich für das blaue Paramedic Outfit. Beim grünen Outfit, Leute, wenn ihr das Outfit haben möchtet mit dem Hemd, dann müsst ihr den Job posten. Möchtet ihr aber das Outfit haben mit dem Pullover, müsst ihr eurem Freund sagen, ey, starte mal bitte den Job und lad mich ein, denn der Hoster kriegt hier in diesem Fall das Hemd Paramedic Outfit und der dabei tritt, kriegt hier das Pullover Paramedic Outfit. Gut, seid ihr in den Job beigetreten, euer Freund auch, könnt ihr den Job einfach starten. Seid ihr in den Job angekommen, müsst nichts weiter tun, als ins Interaktionsmenü zu gehen, geht auf Stil, geht auf Accessoires und drückt einmal die linke Pfeiltaste, Leute, auch wirklich nur einmal. Habt ihr einmal die linke Pfeiltaste gedrückt, werdet ihr oben sehen, dass ihr LCD-Ohrhörer stehen habt und könnt auf dem Interaktionsmenü wieder rausgehen. Und als nächstes, Leute, geht aufs Handy, geht auf Jobliste, drückt dann Viereck und bestätigt dann einfach, dass ihr den Job verlassen möchtet. Ihr verlasst dann jetzt den Job und werdet dann in Kürze in GTA Online gespawnt. Seid ihr in GTA Online gespawnt, werdet ihr merken, BOOM! Ihr habt das Outfit aus dem Job geglitscht. Wie geil ist das denn? Und ihr müsst das Outfit jetzt einfach nur noch abspeichern und es gehört euch. Das Outfit könnt ihr jetzt bei Ammonation oder irgendein Kleidungsgeschäft einfach abspeichern. Also das ist mal wirklich mega einfach. Aber Leute, jetzt zeige ich euch auch noch, wie ihr das blaue Paramedic Outfit bekommt. Denn hier ist es leicht anders. Und zwar, wenn ihr das Hemd-Outfit haben möchtet, muss euer Freund diesmal den Job posten. Und wenn ihr den Pullover-Paramedic-Outfit haben möchtet in Blau, müsst ihr natürlich den Job posten. In meinem Fall habe ich gesagt, ich möchte hier auch das Hemd-Outfit haben. Deswegen habe ich meinem Kollegen Jan gesagt, ey, lad mich mal bitte ein. Seid ihr im Job drinne, kann euer Freund natürlich den Job einfach starten. Wurde der Job jetzt gestartet, geht er natürlich einfach wieder ins Interaktionsmenü, geht auf Stil, geht auf Accessoires und drückt wieder bei Ausrüstung einmal die linke Pfeiltaste. Dann müsste bei euch wieder stehen LCD-Ohrhörer. Habt ihr das wieder stehen, könnt ihr natürlich wieder das Interaktionsmenü schließen, geht aufs Handy, geht auf Jobliste und drückt dann Viereck und bestätigt dann, dass ihr den Job verlassen möchtet. Und wenn ihr wieder online spawnt, gehört das Outfit natürlich wieder euch. Und das wirklich, Leute, das war's schon. Ne? So leicht kriegt ihr die Outfits aus dem Job rausgeglitscht und ihr müsst die jetzt einfach nur noch abspeichern. Und dann könnt ihr mit den Outfits machen, was ihr wollt. Ihr könnt da andere Masken drauf tun oder sonst irgendetwas. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch dieser kleine Glitch gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für diesen Glitch einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Ich bin raus, bleibt gesund, euer Bombard. Ciao.